Ja, meine lieben Zuschauer, sind wir wieder, da wo wir gestern auch gestartet sind. Gestern bei noch nasser Fahrbahn hier und leichtem, minimalen Regen. Heute soll es den ganzen Tag trocken bleiben. Bis auf 15 Uhr soll es gewittern hier, aber das umfahren wir geschickt so ein bisschen hier. Ja. Der GS-Boxer hat ein kleines Problem, der GS-Boxer. Der hat nämlich kein ABS mehr und keine Traktionskontrolle. Die hat irgendwie eine Fehlermeldung. Gucken. Vielleicht hat schon einer von euch gehabt, vielleicht. Kann er reinschauen in die Kommentare unten, was eventuell ist. Ich weiß es nicht. Aber wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich ist dann wahrscheinlich eh das Problem schon behoben. Ich bin gespannt. Na, ich bin echt. Ich denke mal, das wird der Sensor vorne sein wahrscheinlich. Weil diese Modelle, die haben da kein Problem gehabt mit dem jetzt hier, ne? Nein. Die hatten da keine Probleme mit dem Steuergerät, großartig. ABS-Modul. Ja. Hast du die Route drin bei dir, die Route, ja, ne? Ja. 404 Kilometer? Ja. 1536, wa? Yes. Alles klar, okay. Ja, guck mal, warum geht das denn bei Martin nicht? Bei Martin war immer alles irgendwie anders, oder? Ja. Der will rein. Okay. Also, wenn ich das so hochrechne, haben wir bestimmt insgesamt so über eine Stunde an den Grenzen gestanden. Ja. Das waren ja gestern, wir, was waren das, sechs, sieben Grenzübergänge gestern, die wir hatten? Ja, sechs, glaube ich, ja. Ah. Werde ich, glaube ich, ein Video zusammenschneiden auf eine Minute. Zicki-zacki. Schöne Strecke. Jetzt schon besser als gestern, die ersten Meter. Leicht feuchtelig. Ja. Nächsten 7 Kilometer. Punkt 1. Jo. Nebel des Grauens. Ist hier 60 oder was? Das stand vorhin 60 oder ist hier mehr? Keine Ahnung. Weil Video Mod zeigt, guck mal, hier rechts ist so ein Ding, hier rechts ist so ein Ding, ist hier rechts hier? Ja. Ich weiß es nicht, weil da oben schon von 60er steht ganz oben, ne? Ja. Da fährt der vor dir auch. Der fährt bitte, genau, der fährt genau 60. Naja, da muss mehr gewesen sein. Wenn es hier 70 ist. Aber oh Gott.
Ja, 90. Ja. 90. 90. Aber die Bierjacke zieh ich jetzt immer an, wenn wir so Touren fahren, wenn es warm ist. Ja, klar. Ey, erst rein. Tippitoppi. Gute hier. Gucken wir, ob wir vorbeikommen jetzt hier. Sind das Klappen jetzt hier? Ah, der Lotzi mit ABS und Traktion, der traut sich nicht, weißt du? Ja. Nein, ist voll okay. Ja. Würde ich genauso machen. Wenn ich meine nein, dann, ne? Ja, entscheide ich ganz alleine. Das entscheide ich ganz alleine. Ist ja hier 50 jetzt. Da kommt ein Kollege entgegen. Hallo. Ich wollte schon mehr Tempomati reinmachen. Ach, habe ich drin. Tempomati ist der Bruder von Croquetti. Croquetti bei Bayonese. Pesano, wie heißt er? Pesano Meso. Ja. Mit Croquetti. Pesano Meso mit Croquetti. Und Mayonnaise. Freund. Sorry. Sorry, no problem. Okay. Ein Insider. Ja. So, sind wir wieder. Kurze Pinkelpause. Oh, ich hatte die Sitzheizung an. In Slowenien. Ja, es ist warm. Wie warm haben wir jetzt? Guck mal bei dir. Ja, kannst du nicht da gehen, jetzt weil du gestanden hast. Ja? 17,5 hat man vorhin. Ja, guck mal. Oh, Kamera lädt, alles gut. Ja. Aber die liken alle meine Reel hier gerade, so, wie die bekloppt. Aber es geht immer noch nicht, alles gut. Oh, hast du gesehen? Weggerutscht. Oh. Ja, keine Traktion hinten. Ja. Ja, es sind so die Kleinigkeiten, ne? Was man so gar nicht mitkriegt teilweise. Ne? Du fährst ja. GS, denkst dir, du bist der Geilste, wa? Wenn du dann mal keine ABS hast, keine Traktion hast, dann über Schotter fährst und sonst halt irgendwie, ne? Dann merkst du erstmal im Grunde, ja. Wie geil das so eine Traktionskontrolle ist und so weiter alles, wa? Ja, du merkst natürlich auch, das Drehmoment, wenn das nicht im Zaun gehalten wird, bist du ruckzuck auf der Fresse, wa? Ja, ja. Richtig. Und so bin ich ja gestern auch gefahren in den Kurven, ne? Da ich dann raus leicht beschleunigt habe, ne? Ja. Nicht am Hahn gezogen habe oder sowas. Ja, man ist ja früher auch viel Moped gefahren im Grunde ohne diese ganzen Spielereien, ne? Genau. Nur wenn du von vornherein jetzt so in der Generation bist, wo du nur ABS hast und so eine Scheiße und nie was anderes gefahren bist, dann musst du dich ganz schön umstellen, ne? Oh ja. Da fährst du wie auf rohen Eiern, ne? Ja. Und das Schwere ist nochmal bei der 1200er, du hast halt hier 125 Newtonmeter, die auf Meter weit sind, ne? die da drücken, ne? Ja. Genau. Die Kraft, die da rauskommt. Ja, erst beim Zweizylinder und generell beim Boxer ist natürlich das Drehmoment brutal und dann merkst du es extrem. Und die Bremsen, die auch natürlich auch richtig rein hier, ne? Die Brembo, ne? Wenn du da bremst und dann zu stark bremst, bist du im Hochzug im ABS. Guck mal, der ein Typ da, der fast hinten drauf gefahren wäre, der Motorradfahrer, das war mit ABS, ne? Ohne ABS wäre das dann so, weiß ich nicht, ne? Ja. Genau. Dann können wir den Insta mal einschalten, ja, sieht gut aus. Wie war das, Station im Griff haben? Ja, Räder, ja. Man ist dann viel weicher auf der Bremse, ne? Irgendwie, ne? Ja. Als vorher.
gerade sagen, kann ja niemals 90 sein. Hier kann doch niemals 90 sein. Und du kannst ohne Probleme 1 zu 1 austauschen, ne, oder? Aber da, bei welcher meinst du jetzt? Bei der jetzt hier. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Adventure holen würde und die hätte jetzt einen normalen Scheinwerfer. Ja. Und jetzt würde ich den von hier da reinbauen. Ja, müsste funktionieren, ja klar. Ja klar. Aufpassen hier, Käse in der Kurve. Oh, Lotzi. Ich würde die Insta einschalten. Moment. Hat er? Nee. Hast du kurze Arme oder was? der muss koppeln. Ach so, okay. Ich schalte die über die Fernbedienung ein, dann koppelt der und dann kann ich einschalten. Ja, okay. Deswegen habe ich ja gesagt, mit dem Loop ist gar nicht verkehrt, ja? Ja. Dann verpasst er einfach nichts. Ach, guck mal hier, guck mal in der Ruine hier. Neumodische Ruine. Wie lange dauert das Koppeln bei dir immer? Ja, ich bin fertig, die läuft. Ach so, okay. Wir werden auf dich warten, wa? Gleich drauf kommen, wa? Dass ich ins Fernsehen komme hier. War gut, dass wir in dieser Spur fahren hier. Au, oh, Steinbruch hier. Cool. Schöner Spot. Aber. Ich glaube, du darfst sogar reinfahren, glaube ich, bei denen hier. Ja. Wenn du schon auf dem Militärflughafen fahren kannst. Auf dem alten. Die Bremse ist trotzdem gut, die Bremse hier. Ja, ist ja aber gut. Trotzdem rein hier. Na, jetzt sind wir jetzt. Man geht da so gar nicht ins ABS rein eigentlich. Frei. Frei. Hi, Achisan. Ah, Chico. So, ja, ich muss die Kamera wieder zuschalten, damit ihr das Schöne nicht verpasst hier. Schöne Strecke. Eine schöne Strecke. Eine nasse Strecke. La 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 la.
Leute, jetzt einmal schön hier für die Kamera schön hier. Den machen hier in der Kurve hier schön. Hand raus. Und mal nach außen die Hand, nach unten die Hand. Hat er. Jawohl. War genau die richtige Kurve dafür, wa? Guck mal da vorne, eine alte Brücke da vorne, sehr gut aus. Gucken wir mal, ob wir da drauf können vielleicht. Ja. Da guck ich mal kurz hier. Ja? Mal gucken, kurz hier. Boah, sieht ja geil aus. Da die Moped hinstellt so, weißt du? Von vorne? Ja, aber drehen hier und dann stellen wir es einfach hier so mitten rein, hier, weißt du, beide nebeneinander, oder? Ja? There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Wieder. Ja, kurzer Stopp hier. Haben wir kurz Foto gemacht hier vorne an der Eisenbahn hier vorne. Fritze, Eisenbahn. Yes, Jim-Knopf und die Welle 13. Oh, weiter geht's. Eine Jeklemer Peak 62037 steht da. Whatever. Hauptsache Go. Ja. Schön. Aber die muss ja irgendeine Bedeutung haben, diese Eisenbahn hier, ne? Das wird ja nicht stehen, ne? Ja. Dann schön wieder Schranke dabei, oder? Schön gemacht. Ja. So, weiter geht's. Schmaler. Schmale Straßen, aber schöne Straßen. Ah, die Straßen, die hat mir gefallen, die Straßen, ja, weißt du, wo du auch sehen kannst. So. Ja, aber gestern war ja halb so groß, wa? Ja, Katastrophe. Ich liebe das. Herrlich.
Das fällt mir schon schwer, nicht so viel Gas rauszugeben aus der Kurve raus am Ende. Das fällt mir schon schwer. Ja, ja. Jawohl. Was soll das sein hier? Ich meine, das sind doofe Schilder hier. Ja, aufpassen in der Kurve, ein bisschen nass hier und geschmierig hier. Ja. Ist nicht so schön hier oben jetzt. Ich fahre ein bisschen ruhiger jetzt hier gerade. Weil ich ja keine Traction habe. Das ist jetzt nicht so schön hier. Kommt der Lotzi! Kamera wieder einschalten, ne? Und zack! Boah, ich dachte schon, wir hätten jetzt hier ein bisschen Vorfahrt gewähren hier. Ja, und die Stoppschilder hier, das sind auch, glaube ich, wie keine richtigen Stoppschilder irgendwie hier, glaube ich, ne, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ja, aufpassen mit dem Rausbeschleunigen hier, das ist nicht mehr. Ja, musst du echt aufpassen. Also jetzt hier vor trocken wäre, aber wäre schön. Schön. Herrlich. Wir haben richtig investiert hier, wa? Ja. Ah, das habe ich in Kroatien hier einmal gesehen. Auto? Ja. Da kommt Otto wieder. Jo. Schön. Oh, guck mal hier auch schön hier unten, ne? Oh. Ah, da lohnt sich aber nicht das Foto zu machen, ne? So toll ist es so ja. Auch nicht, wa? Trotzdem schön für die Seele. Ja.
Was ist denn da? Eine Heuschrecke? Heuschrecke gefangen oder was? Spuck! Spuck! Das sieht schön aus da vorne. Oh, geil. Da, gucken wir mal, was wir machen können da vorne. Kann man rechts reinfahren hier, oder? Ja. Kloster ist oder was, ne? Ist guck mal, so ein großer Platz sogar, wo du dir vorstellen kannst geil, hier. Geil. Schule ist das hier. Scholler. Ja, wie positionierst du dich am besten jetzt hier? Gucken wir mal von allen Seiten hier so ein bisschen hier. Ich stell mich mal vorwärts davor. Ja. Ist ja eigentlich andersrum, ne? So. Das ist plötzlich wie eine Kante. Was? Ja, ist gut. Vorsicht! Da kommt noch einer. So, ich bin da wieder. Kurze Pause.